Hallo, hier sind wir wieder. Zuletzt ging es um das elektronisch orientierte Album Walk into Light, das von den Fans von Ian Anderson gerne links liegen gelassen wird. Selbiges gilt auch für das Tull-Album aus dieser Ära, das 1984 erschienene Under Wraps. Während der Vorgänger Broadsword and the Beast eigentlich recht beliebt war, angeblich verstärkt in Deutschland, ereilte Under Wraps ein deutlich herberes Schicksal. Bis heute ist diese Scheibe das Schlusslicht aller Aufstellungen und Ratings bezüglich der Alben von Jethro Tull. Eine Einschätzung, die ich durch und durch für unsinnig halte. Es ist auch ein Beleg dafür, dass bei einer Band oder bei einem Genre die eingefleischtesten Fans nicht immer die größte Ahnung von Musik oder Kunst haben. Tja, das ist immer so eine Sache mit den hartgesottenen Progrock-Fans. Ich mochte Progrock-Musik, seit ich 12 Jahre alt war. Natürlich ist die Fantasie, die Komplexität, die großen Leinwände, die hier musikalisch bemalt werden, extrem bestechend. Doch es ist zugleich sehr nervig, wenn fanatische Proggy-Anhänger eine extrem eng gefasste Meinung dazu haben, ab wann Musik gut ist. Das ist dann ein relativ langweiliger Korridor, der nur aus Rush und King Crimson und Dream Theater besteht und vielleicht 5 Platten von Yes plus Thick as a Brick. Ich habe auf YouTube genug Albenrezensionen von Leuten gesehen, die dann ein exzellentes Album wie Off the Wall von Michael Jackson verreißen, weil dort keine Tempowechsel vorkommen und die ganze Platte angeblich wie Musak klingt. Doch gute Musik zeichnet sich nicht nur durch ein apokalyptisches Maß an Taktwechseln und minutenlangen Gitarrensolos, liebe Proggies. Und mich stört weder das eine noch das andere. Doch einige meiner Lieblingsmusiker haben ganze Karrieren auf der Fähigkeit aufgebaut, das Einfache und das Klare in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist die wahre Schwäche der Progrock-Musik. Viele der berühmten Alben sind nur orientierungsloser Brei aus halbgaren Ideen, die dann monatelang im Studio mühsam aneinandergeklebt wurden, weil sich die Musiker unfähig erwiesen, ein ordentliches, kohärentes Stück Musik zu schreiben. Das meine ich nun nicht wörtlich. Doch ich wollte aufzeigen, dass es argumentativ nicht schwierig ist, Progrock mit demselben Hundekot zu bewerfen, den Progrock-Fans so gerne selbst als Geschoss verwenden. Also auch mal die Magie des Schlichten an sich heranlassen. Dort lauern ohnehin viel häufiger die wahren Geniestreiche. Under Wraps ist nun alles andere als schlicht. Doch es hat zumindest 2 Eigenschaften, die weder Progrock-Fans noch Tull-Fans im Allgemeinen besonders behagen. Zum einen ist dies mit Abstand das elektroniklastigste Album, das die Band jemals aufgenommen hatte. Es wird eindeutig von den Synth-Sounds von Peter Vertessi dominiert. Zweitens ist dies das einzige Album, das ohne Schlagzeuge aufgenommen wurde. Die ganze LP ist mit einem recht derben und nach heutigem Dafürhalten fast primitiven Drumcomputer-Sound durchzogen. Doch die Zeit war genau reif für diese Art von Musik. Und im Rahmen der Ära, in der dieses Album aufgenommen wurde, ist es ein bemerkenswerter Wurf. Denn es klingt natürlich nicht einmal ansatzweise wie die Musik der Elektropop-Bands dieser Zeit. Es klingt nicht wie Visage oder Depeche Mode oder Bronski Beat. Was hier herausgekommen ist, ist wieder einmal ein ganz eigenes Ding, das nichts Vergleichbares hat, das man daneben stellen kann. Außer dem vielleicht zuletzt besprochenen Soloalbum Walk into Light. Das Ganze ist ziemlich originell. Es ist eindeutig einer meiner Lieblingsalben. Es hat eine großartige Atmosphäre. Erneut ist es eine chronistische Betrachtung der besagten Zeit, in der es gemacht wurde. Die Band entdeckt hier zum ersten Mal Sampling und benutzt es auf eine sehr humorvolle Weise. In den Texten geht es um Yuppies und Finanzspekulanten, um russische Geheimagentinnen, um ein zusammenwachsendes Europa, um die Boulevardpresse und um Raumfahrt. Es ist also ein extrem themenstarkes Album, das aber auch viel Raum zur Deutung lässt. Als das Album auf Vinyl erschienen war, hatte es 11 Songs. Spätere CD-Ausgaben haben weitere 4 Tracks, die damals nicht auf die Scheibe gepasst hätten, außer man hätte es als Doppelalbum rausgebracht. Ein Vorschlag, bei dem der Plattenfirma Chrysalis vermutlich der Kopf explodiert wäre. Alle 4 Songs, namentlich Astronomy, Tundra, Automotive Engineering und General Crossing, sind ziemlich witzig und sie wurden auf jeden Fall nicht deshalb weggelassen, weil sie deutlich schlechter waren, sondern aus reinen Platzgründen. Auf der CD hat man also ein opulentes Album mit 15 Tracks. Alles in allem ist das hier eine zugängliche Musik, die es nicht mit Komplexität übertreibt und dennoch weit davon entfernt ist, wie damalige MTV-Musik zu klingen. Die Keyboards sind fulminant. David Paggs Bass ist wie stets perfekt. Auch wenn er sich vermutlich die ganze Zeit gefragt hatte, wo bin ich hier hineingeraten? Die haben doch Folkrock gespielt, als ich in die Band eingestiegen bin. Der Drumcomputer-Sound ist beim Weiten nicht so filigran, wie er es geworden wäre, wenn Yellow Magic Orchestra hier am Werk gewesen wäre.
Aber die eher simplen Rhythmen halten auf diese Weise eigentlich ganz gut die ausufernden Synth- und Gitarrensounds zusammen. Wenn man sich so berühmte Rezensionshochburgen anschaut wie Allmusic, so wurde es da mit einem Stern bewertet. Arschgeigen. Aber darüber rege ich mich schon lange nicht mehr auf, denn mein Geschmack ist zumeist in einer anderen Galaxis, als es bei all diesen Rockjournalisten der Fall ist. Martin Barr, der Gitarrist der Band, hat gesagt, dies sei sein Favorit von all jenen Tal-Alben, auf denen er gespielt hatte, und das waren bekanntlich fast alle. Ich würde sagen, er weiß, wovon er spricht. Und Ian Anderson hatte mehrmals betont, dass dieses Album gesanglich seinen qualitativen Höhepunkt darstellt. Allerdings ist die spezifische Dynamik, die da in seiner Stimme liegt, nicht gut für die Stimmbänder gewesen. Denn am Ende der Tour zu diesem Album versagte seine Stimme schließlich vollkommen und er hatte danach 4 Jahre nicht mehr gesungen. Und wie wir alle wissen, hatte sich seine Stimme davon nicht mehr wirklich erholt und baute von da an zunehmend ab. Somit hat dieses Album auch einen etwas finsteren Aspekt. Wir hören in den Aufnahmen einen Sänger, der da gerade seine Stimme verschleißt. Für mich ist das eindeutig eines der Lieblingsalben von der Band, wenn nicht sogar das Lieblingsalbum. Und ich habe sie alle gehört. Darum gebe ich hier 5 Sterne. Allein schon, um die eingefleischten Fans zu ärgern und sie der musikalischen Ahnungslosigkeit zu bezichtigen. Das war Under Wraps von Jethro Tull aus dem Jahr 1984.